Und damit begrüße ich euch zurück bei Elden Ring Tarnished. Ah ja, ihr wisst schon. Herzlich willkommen zurück bei Elden Ring, dem New Game Plus. Dem zweiten Video des New Game Plus. Und wo fange ich an? Mit diesem Soundtrack. Ja, es ist mir eine gewaltige Freude, nach vielem hin und her und ach, wie oft wollte ich schon, habe ich mich jetzt entschlossen, vor allen Dingen auch, weil es natürlich die riesige DLC-Ankündigung gab, seitens From Software, den New Game Plus Run jetzt durchzuziehen. Einmal mehr werden wir aufbrechen, um in Elden Ring die Goldene Ordnung wiederherzustellen, zu zerstören, ihr wisst schon, es... Oh Mann. Okay, wo fangen wir an? Also, das Video, was vor diesem Video hier veröffentlicht wurde, ne? Also das letzte Elden Ring Video, bevor ich jetzt nach einer halben Ewigkeit wieder angefangen habe, Elden Ring zu spielen, ist vom ungefähr kann ich es euch nur sagen. Wo sehe ich das denn jetzt? Moment. So. Vom 6. April 22 und damit beinahe 2 Jahre alt. Das heißt, ich habe zuletzt vor circa 2 Jahren Elden Ring gespielt. Und das Video, in dem ich noch so eine fesche Frisur hatte und noch so schön jung und knackig war, ist auch 2 Jahre alt. Ich habe nämlich damals tatsächlich das erste New Game Plus Video bereits aufgenommen. Und meine Güte, hatte ich damals Ahnung von dem Spiel. Ich habe es mir selber nochmal angeguckt, das Video. Knapp 55 Minuten ist es lang. Ja, also damals war ich voll drin in der Handlung. Das hat sich ein wenig geändert. 2 Jahre lang hat sich jetzt so ein leichter Nebel vor die Handlung von Elden Ring gezogen. Im Wesentlichen weiß ich es aber immer noch. Goldene Ordnung, Marika will sie zerstören, weil Rani ihren Sohn umgebracht hat und ja. Wir kommen wieder rein, wir kommen wieder rein. So, ich mach mal ganz kurz so und ich mach mal ganz kurz die Kamera an. Also es hat sich ein bisschen was geändert. Ich bin umgezogen. Ich wohne nicht mehr da, wo ich vorher gewohnt habe, Gott sei Dank. Ich habe einen anderen Monitor mit schnelleren Reaktionszeiten. Das heißt also, ich habe jetzt bei den Bossen viel größere Chancen. Das brauchen wir natürlich jetzt auch im New Game Plus. Inzwischen wurde die erste Erweiterung oder die große... Der Soundtrack ist echt laut, ne? Oder eher gesagt, die große Erweiterung Shadow of the Earth Tree angekündigt. Dazu gibt es auch eine schöne Website. Ich habe jetzt aktuell auch, das war damals auch nicht so, Hauptmonitor und 2 Nebenmonitore hochkant stehen. Monitor 1, also Monitor 1, Monitor 2, auf dem ich mich selber sehe. Und Monitor 3, auf dem ich zukünftig Wiki-Einträge, vielleicht auch mal Karten oder sowas aufmachen werde. Denn der New Game Plus Run ist... ein kleiner Wissensrun. Wir wollen die Story richtig verstehen, wir wollen die Bosse verstehen, die Motivation der Bosse verstehen und dazu werde ich immer wieder kleinere Lore-Texte vorlesen. Also es kann sein, dass dieser New Game Plus Run sogar länger dauert als der erste. Kann passieren. Jedenfalls blende ich euch mal die Website ein von dem DLC Shadow of the Earth Tree, Fall from Grace, Gefallen von der Gnade. Das Schattenland, ein Ort, der vom Erdenbaum verborgen wird. Denkt an, der Erdenbaum ist ja dieser große, golden strahlende Baum, den wir nachher angezündet haben. Und der verbirgt also das Schattenland, wo die Göttin Marika erstmals in Erscheinung trat. Marika ist ja die Mutter von Melania und Mikaela. Ihr wisst Bescheid. Die Göttin, die am Ende dann auch beim finalen Kampf da hing. Ein Land, das in einer unbesungenen Schlacht geläutert wurde. Geläutert heißt, dass eine Art gereinigt wurde. In einer unbesungenen Schlacht, also eine Art geheime Schlacht, okay? Von Mesmers Flamme entfacht. Mesmer ist ja, glaube ich, der da oben auch sitzt, von dem man ja auch diesen Helm vorbestellen konnte, sehr kurz. Ausverkauft inzwischen. In dieses Land ist Mikaela aufgebrochen. Mikaela ist ja mit ist ja der Bruder von Melania. Melania ist von der Scharlachfäule befallen gewesen. Ihr wisst ja, Melania, der schwere Boss in Mikaelas Halligbaum. Also Melania und Mikaela sind die Kinder von Marika. Marika hat ganz viele Kinder, kann man so sagen. Und beide haben eine Art Krankheit. Melania hatte die Scharlachfäule und Mikaela konnte nicht wachsen. Und um zu wachsen, hat sich ja Mikaela in seinen Harlekbaum eingepflanzt, in eine Art Kokon, wurde dann aber von Mock geklaut.
Wir haben Mock ja besiegt, wir werden Mock jetzt auch nochmal besiegen. Und scheinbar hat Mikaela sich aus seinem Kokon aufgemacht. Er entledigt sich seines Fleisches, seiner Kraft, seiner Abstammung. Er verlässt also seinen Körper und seinen Kokon und geht irgendwo hin, nämlich in das Schattenland. Allen goldenen Dingen, also auch seiner göttlichen Abstammung. Und nun wartet Mikaela auf die Rückkehr seines verheißenden Herrn. Vielleicht sind wir das ja. Das ist die Erweiterung. Es gibt schon Trailer. Die sind ziemlich abgefahren. Guckt rein, schaut euch die Trailer an. Ich lasse die jetzt hier aus rechtlichen Gründen natürlich nicht laufen. Schaut euch diesen Trailer an. Es wird geil. Es gibt auch schon neue Waffengattungen und sowas. Also es wird eine Menge neuen Kram geben, aber wir sind am Anfang vom Hauptspiel. Und ich möchte ganz gerne, dass wir durchkommen. Ich möchte ganz gerne, wenn das DLC erscheint, dass wir am Ende des Hauptspiels sind und dann hoffentlich auch den DLC betreten können. Es gab ja in den From Software Spielen bis jetzt immer recht komplizierte Wege in den Erweiterungen. Ich weiß nicht, wie das in Shadow of the Erdtree sein wird. Aber ich möchte ganz gerne das Spiel im New Game Plus durchspielen. Einzige Problem, dann müssen wir wahrscheinlich die Erweiterung direkt im New Game Plus spielen. Das schaffen wir aber. Okay. Ich blende mich mal wieder aus. Wir drücken mal einfach eine Taste. Wir spielen das ganze Spiel auch online, also mit Multiplayer-Modus. Ich hoffe, es klappt auch alles. Ich habe nämlich extra PlayStation Plus gekauft für Elden Ring primär jetzt. Gespielt wird das Ganze immer noch auf der PlayStation 5 und da werden wir dann auch Shadow of the Erdtree spielen. Kindersicherungsinformationen konnten nicht abgerufen werden. Start erfolgt im Offline-Modus. Was? Nee, anmelden. Fängt gut an. Also wäre mir neu, dass die Server offline sind. Was wir machen können, während wir warten, Charaktere. M. Nee, nicht andere. M. Okay, ja, die ganze Kalibrierung, ich habe das Spiel Ewigkeit nicht mehr gestartet. Es gab ja auch eine Erweiterung, in der die Arenen zugänglich gemacht wurden. Haben wir auch nie gespielt. Anmeldung am Spielserver läuft. Oh yeah, ich bin wieder online gleich. Welcome to the online multiplayer world of Elden Ring. Schließen. Ah ja. So, ich bin komm. Also, ich weiß es nicht. Zielauffassung, ja, wie immer. Bildrate priorisieren. Raytracing. Bewegung. Normal, normal. Ja, wir starten einfach mal. Weiter. Spiel laden. Limgrave. Boah, ist das geil. Ich freue mich richtig. Ich habe richtig Bock. So, was ich gerne vorlesen würde, wäre der Eintrag zu Marika, also zu Marika der Göttin sozusagen. Oh mein Gott, ist das geil. What? Oh Gott, wie ist... No way. Okay, ich weiß die Steuerung nicht mehr. Ich bin ein bisschen raus gerade. Alles gut. Okay. Wir haben 124... Okay, stopp. Moment. Moment mal jetzt hier, ja? Okay. Oh, ist das geil.
Okay, das ist hier alles klar soweit. Das ist... Okay, mein Zauber. Ich kann die Scharlachfäule von Melania. Das finde ich geil. Das ist unser Spezialangriff. Okay. Das ist Trinken. Mhm. Okay. So, Dreieck drücken und dann die Waffe zweihändig nehmen. Das ist ja in Dark Souls so, dass man nur Dreieck drücken muss. Hier muss man ein Dreieck und Kreis. Da mal einmal Laterne anmachen. Aha. Das Fernglas. Mhm. Und einmal unser Ross. Okay, ich bin raus. Ich sag's euch ehrlich, ich bin raus. Okay, wir kommen aber wieder rein. Also ich lese ganz kurz den Wiki-Eintrag zu Melania, zu Marika vor. So, Königin Marika die Ewige ist neben Radagon, das ist ihr zweiter Ehemann, eine der zwei Hauptschurken. Ihre Taten sind ausschlaggebend für die Handlung des Spiels. Marika wurde einst vom höheren Willen der göttlichen Macht, das ist ja der Erdenbaum sozusagen, erwählt, um als Vertreterin über die Zwischenlande zu herrschen. Auf diese Art und Weise wurde Marika zum Gefäß des mächtigen Elden Rings und herrscht über die Zwischenlande. Wohlachtend, dass die goldene Ordnung des höheren Willen durchgesetzt werden würde. Als ewige Königin herrschte sie eine lange Zeit unter der Gnade der goldenen Ordnung. Allerdings löste Marika die Rune des Todes aus dem Elden Ring und vertraute sie ihrem Halbbruder Malikev, das ist dieses Wolfwesen, an, das unten da bei diesem Strudel da war, um den Tod aus den Zwischenlanden zu tilgen. Sie wollte also, dass es keine Sterblichkeit mehr gibt. Beeinflusst von den leitenden Gnade des höheren Willens nahm Marika schließlich den Krieger Godfrey als ihren Gefährten und Ehemann an. Dadurch wurde Godfrey zum ersten Eldenfürsten und wurde gemeinsam mit seinen furchterregenden Kriegern von Marika verwendet, um die Feinde der Goldenen Ordnung zu vernichten. So sandte Marika Godfrey in die Schlacht gegen die Feuerriesen, die bis auf eine Ausnahme vernichtet wurden. Auch feindliche und angrenzende Königreiche wurden von der Armee Godfreys unterworfen, um so den Einflussbereich des höheren Willens zu vergrößern. Gemeinsam mit Godfrey hatte Marika mehrere Kinder, die aufgrund Marikas Status als Göttin allesamt als Halbgötter gelten. Also als, ja. Neben ihrem Sohn Godwin, der Marika besonders wichtig war, kamen die Zwillinge Morgoth und Mok jedoch durch ein düsteres Mal gezeichnet zur Welt und wurden daher verstoßen und in die Zellen unter der Hauptstadt angekettet. Dennoch blieb gerade Morgoth ein treuer Verfechter der goldenen Ordnung, während Mok sich später einem anderen Gott zuwandte, der ist ja so ein Blutgott, der klaut ja dann auch Mikela. Nachdem Godfrey seine Rolle erfüllt hatte, entzog Marika ihm und seinen Kriegern jedoch die Gnade der Ordnung und machte sie dadurch zu Ausgestoßenen, die aus den Zwischenlanden vertrieben wurden. Godfrey wurde dadurch zum ersten Befleckten. Und wir haben ja im Intro gesehen, Godfrey ist auch gestorben, wird aber jetzt, da die goldene Ordnung keinen Gott mehr finden kann, der ihrer würdig ist, werden ja jetzt auch die gezeichneten als mögliche Eldenfürsten angesehen und deswegen wurde ja sogar Godfrey wiederbelebt, als Befleckter. Nicht mehr als erster Eldenfürst, sondern als Befleckter. Gemeinsam mit Godfrey hat Marika mehr, das kennen wir schon. Stattdessen Marika zertrümmerte sich selbst und erschuf so Radagon, ihre männliche Hälfte, die einen eigenen Körper hatte. Anstatt von Godfrey... Was? Achso, anstatt Godfrey diente nun Radagon als treuer Krieger der Goldenen Ordnung und führte Marikas goldenes Heer an. An der Spitze seines Heers fiel er in das Seenland Liurnia ein, verliebte sich allerdings in die Königin Renala und heiratete sie. Sie hat mehrere Kinder, Rani, Rykard und Radahn. Rani ist ja die Hexe, Rykard ist dieser Anbeter der blasphemischen Schlange und Radahn ist dieser Sternbändiger. Schlussendlich verließ Radagon Renala aber und kehrte zu Marika in die Hauptstadt zurück. Dort heiratete Marika ihre männliche Hälfte, sodass Radagon als zweiter Eldenfürst in Erscheinung trat. Radagons Kinder aus seiner Ehe mit Renala wurden dabei von Marika als Halbgötter in die Herrscherfamilie aufgenommen. Dadurch wurden also Rani, Rykard und Radahn Halbgötter. Zudem hatte Marika und Radagon selbst Kinder miteinander, die brillanten Zwillinge Mikela und Melania. Jedoch aufgrund der Tatsache, dass sie die Kinder einer einzigen Person waren, verflucht zur Welt kamen.
Marika blieb der goldenen Ordnung, deren Tiefe sie ergründen wollte, lange treu, bis es zu einem schicksalhaften Ereignis kam. Nachdem Malikev die Rune des Todes gestohlen wurde, wurde von einer Gruppe von Mördern Klingen daraus gefertigt, die selbst einen Halbgott töten konnten. Den Mörder fiel Marikas Lieblingssohn Godwin zum Opfer, woraufhin Marika schlagartig ihren blauen Glauben an die goldene Ordnung verlor, ihren Hammer hob und den Eldenring zertrümmerte. Im Gegensatz zu Marika blieb Radagon, also die männliche Hälfte, der goldenen Ordnung ergeben und versuchte gleichzeitig den Ring zu reparieren. Habe ich im letzten Video von vor 2 Jahren auch sehr schön gesagt, im Intro sieht man wie immer abwechselnd Marika und Radagon auf den Eldenring, also auf diesen Amboss einschlagen. Marika möchte den zertrümmern und Radagon versucht den zu reparieren. Dies scheiterte jedoch und da es dem höheren Willen nicht möglich war, Marika als Gefäß des Eldenrings zu entfernen, wurde sie vom höheren Willen wieder mit Radagon verschmolzen und am Fuß des gewaltigen Erdenbaums an die Überreste des Rings gekettet und so versiegelt. Deswegen hängt die da ja so. Sowohl Marika als auch Radagon waren somit noch am Leben, aber handlungsunfähig. Währenddessen waren die Fragmente des zertrümmerten Rings zu Runen geworden. Dies hatte zur Folge, dass Marikas Nachkommen, Halbgötter allesamt, die Runen an sich rissen und untereinander Kriege führten, um genug Runen zu erhalten, um selbst der neue Eldenfürst zu werden. In den grausamen Gefechten wurden die herrscherlosen Zwischenlande verwüstet und ins Chaos geworfen. Während die Kämpfe keinen Sieger hervorbrachten, blieb Marika angekettet und machtlos. Um die Situation in den Zwischenlanden zu ändern, verlieh die höhere Ordnung schließlich den Befleckten, den Tanished, die er einst verstoßen hatte, seine Gnade und berief sie in die Zwischenlande zurück. Dort sollte einer von ihnen die Fragmente des Rings sammeln, um zum neuen Eldenfürsten zu werden. Und als Gefährte an Marikas Seite, diese sollte gemäß des höheren Willen nach wie vor herrschen, die Ordnung wiederherstellen. Also Marika soll weiterhin Göttin bleiben und ein Befleckter, der eigentlich früher als unwürdig gesehen wurde, soll jetzt eben den Eldenring wieder ganz machen. Ihr wisst schon. Tatsächlich gelingt es einem Befleckten nach dem Kampf gegen mehrere der Götter, den Fuß des Erdenbaums zu erreichen und dort nach einem Gefecht mit Godfrey den Raum zu betreten, in dem Marika lebt. Allerdings hat der Befleckte zu diesem Zweck zuvor den Erdenbaum niedergebrannt und damit die größtmögliche Blasphemie begangen. Daher versucht der höhere Wille nun noch, den Befleckten aufzuhalten und tut dies, indem er Radagons Körper aus Marika herausreißt. Während Marikas Körper zerfällt, stellt Radagon sich den Befleckten im Kampf, das ist der finale Kampf, im Baum, wird aber schlussendlich vernichtet. Auch die Eldenbestie, die fleischgewordene Form des Eldenrings, wird vernichtet, sodass der Befleckte die Möglichkeit hat, den Eldenring und damit Marikas zerfallenen Körper gemäß den Wünschen des höheren Willens zu reparieren bzw. zu modifizieren. Stattdessen mit Rani das Zeitalter der Sterne einzuläuten oder aber alles niederzubrennen und zum ketzerischen Herrn der rasenden Flamme zu werden. Okay. Sind wir alle wieder voll drin, oder? was machen wir jetzt? Okay, so viel zur Geschichte. Also es war jetzt eigentlich, streng genommen, haben wir jetzt über den Schurken-Wiki-Eintrag von Marika nochmal die ganze Story aufgefrischt bekommen. Hauptantagonisten sind Marika und Radagon, wobei Marika die ist, die den Eldenring zerstört hat, weil bei einem Komplott ihr Sohn Godwin ermordet wurde. Und dass die Goldene Ordnung dies zugelassen hat, sorgt dafür, dass Marika sich denkt, nee, diese Ordnung will ich nicht aufrechterhalten. Und wir sind jetzt eine der Befleckten, die versucht, die Fragmente des Elden Rings zu vereinen und so Eldenfürst zu werden. Ja, ich bin insgesamt jetzt nicht mehr wirklich drin. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Wir müssen schauen, dass wir wieder reinkommen. Wir haben auf jeden Fall, wir haben die Bluthundrüstung an. Ich weiß auch nicht, ob es nicht Sinn macht, dass wir gerade mal safe auf Rüstung gehen, weil ich mich nicht allzu sicher fühle, sagen wir es mal so. Oh, Blight.
Können auch gerne die Fingerabdruckrüstung anziehen. Das ist ja die vom Cover, richtig? Aber Melanias Helm lassen wir auf. Ja, okay. So. Was haben wir hier? Tuch der Götterskalpe. Aufeinanderfolgende Angriffe regenerieren Trefferpunkte. Das sind die Amulette, ne? Verbesserte Sprungangriffe, beschleunigt die Ausdauerregeneration, erhöht maximale LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Hier haben wir blutige Ströme plus 10. Und ich wollte auf lange Sicht ja auch vielleicht mit zwei Einhändern kämpfen. Ne? Das ist jetzt krass, also ich möchte unbedingt, dass wir es hinbekommen, dass ich wieder reinkomme. Und das wird wahrscheinlich jetzt ein, zwei Videos dauern. Das ist jetzt so eine Findungsphase, seid da nicht böse. Wichtig ist nur, dass wir vor Augen halten, dass wir New Game Plus 1 spielen. Es ist also nicht mehr so einfach, als würde man ein neues Spiel starten. Ich meine, wir haben natürlich die gute Ausrüstung vom Endgame, aber die Gegnerstärke ist höher. Ne? Inventar. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Das sind diese ganzen Beschwörungen. Ja, ist klar. Materialien, Verstärkung, goldene Saat. Erhöht Anzahl der Nutzungen der Heiligflasche. Okay. Kristalltränen. Wie viele? Steinschwertschlüssel. Ja, damit kann man ja durch diese Gargoyle-Türen durch. Wir haben ja auch schon hier im Startgebiet das erste heilige Grab gemacht, das weiß ich. Okay. Ich finde es krass, dass wir die Karten behalten. Das habe ich nicht erwartet. Ach Gott, und die ganzen Schleifmesser behalten wir, okay. Mhm. Himmelstau. Drachenherzen. Okay. Töpfe, Parfümflaschen, Speichersteine. Mhm. Schwarzes Messer. Milos Schwert. Ja, wir müssen wieder reinkommen. Es wird ein bisschen dauern. Heiliges Reliktschwert. Das ist ja so ein Stück von Melania, von America gewesen. Warum vertausche ich die eigentlich immer? Aber ich suche eigentlich was anderes. Ich suche hier Rüstung. Die Amulette über den Tod. Ja, hier. Spektralrosspfeife. Ein Ring mit filigraler Goldarbeit kann als Fingerpfeife benutzt werden. Pfeift um das Spekt. Sturmwind. La, la, la. La, la, la. Wirklich? Unser Pferd heißt Sturmwind? Das Spektralross kann nach seinem Tod gerufen werden, wodurch jedoch eine Flasche mit Purpurtränen geleert wird. Genau, wir haben ja die zwei Flaschen. Purpurtränen. Diese Flasche ist mit Himmelstränen gefüllt und stellt bei der Verwendung FP wieder her. Und wir haben einmal Purpurtränen, stellt Lebenspunkte wieder her. Die im Grab erwachte Seele war dem Tode geweiht, bis ihr diese Flasche das Geschenk des Lebens gewährte, um den Eldenring zu suchen. Okay. Also ermächtigt dieses Fläschchen einen Befleckten, den Rang eines Eldenfürsten erlangen zu wollen, richtig? Okay, ja. Wir starten einfach mal rein.
Ja, okay, man muss sich dran gewöhnen. Ich habe echt stark wieder die Dark Souls-Steuerung im Kopf, weil ich auch ein bisschen Dark Souls gespielt habe in letzter Zeit. Und da ist halt nur Dreieck drücken. Ne? Jetzt muss man Dreieck R1. Das ist fremd. So, okay, wir haben hier unseren ersten Ort der Gnade. Zeit vertreiben, Flaschen, Zauber lernen, Truhe, Kriegsasche, Kleidung anpassen. Stimmt ja, man konnte ja so ein bisschen customizen. Und die Umhänge wegmachen und sowas. Ja. Das ist ja auch geil, ne? Ja. Okay. So, und hier haben wir unseren allerersten Charakter. Mit dem haben wir ja damals extra nicht gesprochen, weil ich mir wahrscheinlich schon gedacht habe, wenn wir hier wieder sind, sind wahrscheinlich oder eventuell Jahre vergangen. Okay, hallo. Hallo. Ups, ja, das wird auch noch oft passieren. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Denn wir haben aktuell auch noch nicht die Möglichkeit aufzusteigen. Und diese Tafelrundfeste ist ja auch der Ort, an dem sich die Anwärter des Eldenfürstentitels versammeln, richtig? Ja, es ist tatsächlich sehr krass, damit konfrontiert zu werden, dass ich damals so mega Ahnung hatte und jetzt versuche ich so zu wirken, als hätte ich immer noch Ahnung. Ihr merkt es vielleicht. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you tarnished? You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Ja, und der Weg der Gnade wird ja tatsächlich hier auch an diesen Orten der Gnade angezeigt. Also jeder sieht hier, wo die Gnade einen hinführt. Das sieht man auch auf der Karte ganz gut. Die Gnade führt uns hier hoch, dann führt die Gnade uns erstmal nirgendwo anders hin. Wir haben die ganzen Markierungen noch, aber wir haben halt keine Schnellreisepunkte, richtig? Wir können auch gar nicht schnell reisen, oder? Ah, doch. Okay. Aber wie immer, ich werde versuchen, die Schnellreise möglichst sparsam einzusetzen. Eieiei. Es wird so krass. Oh Mann. Und ein Freudensprung. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff. The home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Genau, und Godric ist ein Sohn von Godfrey und Merica, also dem ersten Ehemann. Denk dran, ganz einfach zu merken, mit sich selber, also Merica hatte mit sich selber, mit Radagon, nur zwei Kinder, Melania und Michaela.
Die anderen Kinder sind entweder die Kinder von Ranella und Radagon, Rani, Rykard und... Ah, wie hieß er? Wie hieß er? Radahn, genau, das sind die Kinder von Renala und Radagon. Und Gott Rick, Gott Vin, Mok und Morgoth sind die Kinder von, oder? Doch, müsste eigentlich, oder? Ist Godric, von wem ist Godric das Kind? Na, oben ist ja auf jeden Fall Burg Sturmschleier. Das ist auch der erste Ort, zu dem wir gehen müssen. Muss ich mal kurz gucken. Godric, der Verpflanzte. Okay, er ist ein Nachfahre von Godfrey. Okay. Also er ist kein Sohn von Godfrey, sondern ein Nachfahre, wenn ich das richtig verstehe. Hier steht einfach bei Hobby, sich durch Verpflanzung stärken. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Ei, ei, ei. Okay, wir brauchen also eine Jungfer, die uns zukünftig begleitet und dann den Willen der höheren Ordnung repräsentiert, so in der Richtung. It's time you set off to castles if you... Okay, dankeschön. Wer ist er eigentlich? Sollen wir mal jetzt direkt auch hardcore reingehen in seinen Charaktereintrag, wer er ist? Von mir aus gerne. Wird alles ein bisschen entspannter, kann ich euch jetzt schon sagen, aber dadurch erfahren wir auch mehr. Er hat uns ja nicht mal seinen Namen gesagt, ne? Wobei, wir werden von ihm ja noch einiges erfahren, aber es wäre jetzt trotzdem ärgerlich, wenn wir nicht schon ein bisschen was über den nachlesen könnten. Fände ich jetzt schon schade. Ja, wir haben ja auch noch ein Ende, was uns fehlt übrigens. Deswegen habe ich auch noch keine Platin-Trophäe. Auch das wäre natürlich ein Ziel. So, das ist doch schön hier. Aha. Eieiei. Da. White Mask Vare. Heißt er. Klar, kann ich ja. Achso. So. Okay, aber es gibt es nur auf Englisch, ja. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Ja, also er trägt Chirurgen-Outfits und ist in Limgrave, direkt am gestrandeten Grab, Friedhof, wie auch immer. Okay. Und er schickt einen einfach nur in Richtung Stormway Castle. Okay, er hat auch eine Questreihe. Auch mit den Questreihen muss ich mir Gedanken machen, weil ich mir theoretisch für die Charaktere
dann auch Lösungsbücher oder die Lösungswege raussuchen müsste, theoretisch. Denn sonst verbauen wir uns nachher Nebenaufgaben rein und es fehlen ja welche. Also ich glaube, wir haben 2 Nebenquestreihen nicht richtig abgeschlossen beim ersten Durchlauf. So, das ist doch da oben der Ort gewesen, an dem wir erwacht sind, oder? Das war doch hier. Ne? Der erste Bosskampf im letzten Video. Okay. Also, ich würde jetzt einfach mal verrückt versuchen, unten den Ritter zu besiegen. Das ist ja so ein Earth Tree Knight, glaube ich. Ich kann euch weder sagen, ob wir es schaffen. Okay, das ist Springen. Nee, das ist Schleichen. Das ist... What? Okay, ich habe gerade ja schon so Probleme mit der Steuerung. Springen, Schlagen. Relativ schnell. Kreis. Okay. Oh mein Gott. Safety first! Ciao! Ding! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was soll ich denn machen außer reiten? Oh mein Gott! Eieieiei! Goldene Hellebarde. Das hat sich extremst schwammig angefühlt. Oh mein Gott, ich muss wieder richtig reinkommen. Goldene Hellebarde. Habe ich wahrscheinlich jetzt auch doppelt, ne? Ich denke mal, die Waffen werden jetzt doppelt reinkommen. Das ist aber nicht schlimm. Ich lese trotzdem die Einträge, weil wir ja wieder so ein bisschen Background-Info haben wollen. Ah, der Soundtrack bockt schon richtig, ey. Wo sind hier alle Baden? Hier. Ach so. Vielleicht sollte ich mal alles wegpacken, ne? Außer unsere Ausrüstung. Gott, haben wir viel Zeug. Ich verstehe auch noch nicht so richtig die Sortierung hier, muss ich gerade ehrlich sagen. Gibt es hier eine Sortierung? Scrollen, sortieren. L3. Objekttyp.
Goldene Hellebarde. Meine Güte. Habe ich die? Habe ich die in der Kiste oder habe ich die noch gar nicht? Eine schwere goldene Hellebarde. Sie stammt von den Baumwächtern, einem Orden schwer bewaffneter Ritter. Verursacht Heiligschaden. Diese meisterhaft gefertigte Waffe schlägt unglaublich hart zu, erfordert aber fast übermenschliche Stärke von ihrem Träger. Okay. Ein Orden schwer bewaffneter Ritter, die Baumwächter, die nämlich die Erdenbäume bewachen. Mehr wissen wir gerade leider nicht. Okay, ja, das hat ganz gut funktioniert. Ich hätte es mir tatsächlich fast einen Ticken einfacher vorgestellt. Zumal wir ja wirklich gut ausgerüstet sind. Ne? Also es ist, war jetzt so die Bewährungsprobe. Also mit der Steuerung muss ich mich zurechtfinden. Das wird noch einen Moment dauern. Ah! Aber jetzt habe ich wieder... Okay. It's time you set up. Castle. If you... Okay. Ja, ich glaube, das ist alles eine reine, wirklich eine reine Zeitfrage. Mit ein bisschen Zeit geht das schon. Erdenblattblume. Goldene Rune. Goldene Rune. Das war, wenn ich mich nicht irre, goldene Rune, ein Konsumgegenstand, um die Währung für Stufenaufstiege zu erhalten. Ja, wir müssen uns ein bisschen zurechtfinden. Vielleicht macht es Sinn, das Inventar komplett zu leeren, dass wir die Objekte einfach neu bekommen. Ich habe nämlich recht wenig Angst davor. Jetzt dauernd, also dauernd Ausrüstung switchen will ich eh nicht, ne? Pfeile, Rüstung. Hier. Ah ja, okay. Da haben wir aber noch einige. Runen. Gnade, die in den Bewohnern des Zwischenlandes zu finden ist. Verblassene Spuren von Gold. Nutzen, um 200 Runen zu erhalten. Runen können euch große Kräfte verleihen, sofern ihr denn eine Fingerjungfer findet. Wir haben ja noch keine. Oh, 5 mal 50.000? Wo haben wir die denn her? Fürstenrune. Krass. Okay. Ja, also für den ersten Kampf, ich bin platt. Das reicht schon. Kirche von Ille. Und hier sitzt doch jetzt angeblich irgendwo Rani rum, oder? Die ich damals verpasst habe. War das nicht so? Dass man hier angeblich irgendwo Rani findet? Aber nur bis zum ersten Speichern oder so? Ich weiß es nicht. Gnade berühren. Und einmal rasten. So. Hier haben wir so einen ersten reisenden Händler und da liegt doch was. Objekt aufheben. Schmiedestein. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Schmiedestein. Ein Stein zum Schmieden verschiedener Waffen. Absolut gängig. Schmiedestein ist im Zwischenland weit verbreitet und überall findet man Bergstollen, in denen er abgebaut wird. Ja, und dann gibt es natürlich wieder verschiedene Stufen. Dann gibt es auch noch Dunkelschmiedesteine und ja. Fantastisch. Schmiedetisch benutzen, Waffe verstärken. Okay. Unser Katana ist auf plus 10, den können wir nicht weiter verstärken. Crazy, was wir alles für Waffen haben, ne? Also es ist, wenn man wieder reinkommt, natürlich sehr erschlagend. Ich hatte damals richtig Ahnung, muss man einfach mal so sagen, aber es ist 2 Jahre her. Okay, unser erster Händler, hallo. You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something?
I am Carly, purveyor of fine goods. Mhm. Carly. Information über Carly. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Mhm. Okay, schön. Ja, diese Händler werden wir ja noch einige Male sehen. Ne? Kennen wir schon. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt kaufen sollen, ne? Vermutlich gar nichts. Die haben wir schon gekauft. Ja. Ach, die Musik ist geil. Okay, danke. Goodbye for now. Ciao. Also, mich stört, dass ich weiß, dass man hier irgendwo Rani zum ersten Mal treffen kann und ich habe sie damals übersehen. Ich weiß es noch. Irgendwo hier ist Rani oder muss man erst einmal hierhin zurückkommen oder sowas? Ist das eine Ordnung? Das weiß ich nicht. Oh, dieser Erdtree, ne? Ich müsste mal in die Einstellung nochmal reingehen. Auto erfassen. Aus, Auto zielen an, Manual FS. Raytracing. Ach du Schreck. Ja, nee. Also ich finde, das Spiel sieht auch wirklich mit Bildrate priorisieren super aus. Ist es jetzt wieder so? Ja, ne? Ich brauche diese erhöhte Framerate nicht. Raytracing aus. Kameratempo. Mauervermeidung der Kamera. Filmeffekt. Es geht eigentlich von der Geschwindigkeit her. Ja, es ist verrückt. Ich habe mega Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bedanke mich vielmals. Die Händler kennen wir ja, ne? Es gibt ja, wir haben auch die coole Funktion. Jetzt muss ich es nur hinbekommen. Sliders Overlay drüber, ne? Achso. Tada! Ne? Das ist ganz cool. Das können wir eigentlich auch hinten nochmal machen für mein Thumbnail, oder? Ich denke mal, das erste Video, wir machen jetzt eh nichts Großartiges mehr. Der große Baumwächter war für mich die Bewährungsprobe, das haben wir geschafft. Oh, es wird krass. Also wir werden einige Stunden hier verbringen, kann ich euch jetzt schon sagen. So, das war doch diese Kathedrale des Drachen, oder? Da unten. Und dass der einfach von der Hauptstadt bis hierhin strahlt, ne? Ruinenfragment, das war doch alles? Die ganzen Ruinenfragmente, ne? Die kommen doch alle, korrigiert mich bitte. Aber die kommen doch alle von hier, ne? Von dem Pharum Azula, oder? Ruinenfragment, das muss ich jetzt erstmal finden. Inventar. Ruinenfragment. Ist das zum Werfen? Ja, Ruinenfragment. Ein Steinfragment, das dort gefunden wurde, wo Ruinen vom Himmel fielen. Die Steinfragmente sollen einst Teil eines Tempels im Himmel gewesen sein. In ihrem Inneren leuchtet ein schwaches Licht. Hallo Ziege. Ja, die Steuerung. Die Steuerung, die Steuerung. Kann ich auch gehen damit? Nee, das ist ja ärgerlich. Aber jetzt kann ich für mein Thumbnail gut benutzen hier. Gucke mal. Nice. Ja,
das schon fast schon zu nah ist, ne? Ja, so ist doch schick. Ja, ich muss reinkommen. Aber das wäre ja so oder so so, ob wir jetzt New Game Plus machen oder nicht. Hier wäre auch die Statue. Denk dran, es ist ja so, dass wenn wir sterben, wir nicht automatisch bei der letzten, beim letzten Ort der Gnade wieder auferstehen, sondern es kann auch sein, dass wir eine Statue von Marika in der Nähe haben und dann müssen wir die zum Wiederauferstehen auswählen. Das kann ja auch passieren. Okay, also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr auch. Was ich mich frage, ist, ob ich mir den Drachen zutraue, der hier ja kommt. Ich glaube, nein. Den schieben wir. Oh, wird das krass. Es ist so viel auch, ne? Mir wird gerade bewusst, wie viel auf uns wartet. Warum immer erbärmliche Personen? Ja, das solltest du dich selber mal fragen. Goldene Rune. Ja, aber tatsächlich muss man sagen, ich hatte ja damals, das habt ihr im Video vor diesem Video hier schon gesehen, auch schon cool mit Greenscreen und alles, ne? War aber alles noch vorm Umzug. Jetzt wohne ich ja in einer eigenen Wohnung. Damals habe ich mehr oder weniger nicht in einer eigenen Wohnung gewohnt. Daher ist jetzt alles besser. Es ist nicht alles perfekt. Man hat wieder neue Gegenspieler, sag ich mal. Aber es ist viel besser als vorher. Von der Wohnsituation her. Gut. Ja, mich stört, dass wir Rani nicht finden. Was wir mal ausprobieren, ich teleportiere mich mal hier hin. Es ist vollkommener Blödsinn, dass wir uns zum gleichen Ort teleportieren. Das ist wirklich einfach nur. Vielleicht ist sie ja jetzt hier. Nee. Schade, weil die habe ich damals auch schon verpasst. Man kann hier irgendwie Rani treffen in dieser Kapelle, aber etwas unglaublich. Ist eh gelogen. Ich guck mal kurz nach. Ranis Erscheinung, warum die jetzt nicht hier ist. Das habe ich damals auch schon gehabt. Ich will sie jetzt endlich mal hier treffen. Rani the Witch. Ah, okay. 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 Noch nicht. Okay. Gut. Wir müssen uns später echt nochmal hierhin teleportieren. Gut, dann gehen wir nochmal 10 Minütchen hier vorne rein. Wir haben ja da diese Soldaten, diese, ja. Was machst du denn? Das Schlimmste ist ja, wenn ich jetzt wirklich PvP spielen müsste, es wäre eine Katastrophe. Von denen haben wir damals die Rüstung gefarmt. Ich weiß es noch. Die aber auch cool aussieht, ne? Wie ist denn das? Ganz schön viele Texte hier, ne? Ah, Höhle! Und dann preiset Nachricht. Ja, ja, die Höhle links, die kenne ich. Ich überlege gerade, ob wir an dem Ort der Gnade schon eine Kistenverwaltung hatten. Auch krass, dass ich mich wirklich entschieden habe, mit den ganzen Zaubern zu arbeiten. Elektrifizierte Waffe. Geht das? Kann ich das machen? Nee. Nicht auf das Schwert. Schade. Aber auf ein anderes? Moment mal. Blutiges Uchigatana. Auch nicht. Also auf Katanas gar nicht. Da Enid. Hier. Ist ja auch geil, ne? Geht aber nicht auf den Katana. Rasten.
Truhe sortieren. Ja. Ich packe einfach mal alles rein, ja. Also das heilige Reliktschwert behalten wir mal. Einfach nur, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was wir neu bekommen. Und dann auch die Texte lesen können. Es macht keinen Sinn, dass wir das ganze Inventar voll haben und ich keinen Überblick habe, was für Items wir erhalten haben und welche nicht. Dies will ich auch nicht. Ich will schon so ein bisschen... Wir können ja immer noch aus der Kiste was holen, wenn ich unbedingt eine Waffe haben möchte. Goldene Hellebarde haben wir bekommen. So. Bögen. Ja, was für einen Bogen nehme ich denn überhaupt? Langbogen? Kurzbogen? Kompositbogen? Scheinbar, hm? Pfeil ist ja okay. Fackel behalten wir auch mal nur unsere. Schilde. Boah, ich habe auch mit dem Schild keine Ahnung mehr. Was haben wir für ein Schild immer genommen? Kann man die verbessern? Haben wir einen verbesserten Schild? Das sind ja gar nicht so viele. Kann man alles rüber? Nee, ne? Boah, haben wir viel Kram. Ich packe einfach mal alles rein, ja. Ich packe einfach alles rein. Jo, Krone des Eldenfürsten. Ich packe einfach alles rein und wenn wir irgendwas haben wollen, holen wir uns aus der Kiste. Das ist jetzt wirklich die letzten Minuten, wenn wir nur unsere Sachen wegpacken. Also wer es nicht spannend findet... Ja, wir können auch gerne die Rüstung nochmal farmen oder die anziehen. Fände ich auch ganz cool. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt hier mit Endgame-Rüstung rumlaufen. Ich meine, je nach Schwierigkeit natürlich, aber zumindest gerade hat mir das jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass wir hier zwangsläufig die beste Ausrüstung brauchen. Oh, Junge, 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 ist das aber ein Chaos, ne? Warum habe ich das nicht früher mal gemacht? Ab in die Kiste mit dem ganzen Kram hier. Meine Güte. Ich meine, wir haben ja auch alle Trophäen gesammelt, wir haben auch alle legendären Waffen und sowas. Wir sind ja wirklich mit dem Hauptspiel, wir haben auch alle Höhlen abgeglichen, das weiß ich noch. Junge, 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 Junge. So, und wenn die Bosse zu schwer werden, können wir zur Kiste gehen und sagen, jo, wir brauchen unbedingt mehr Blitzresistenz. Dann gehen wir zur Kiste und holen uns irgendwas gegen Blitzresistenz raus. Aber sonst verliere ich echt den Überblick, was wir neu bekommen haben und was nicht. Da ist es egal. Die lassen wir auch mal drin. Das lassen wir natürlich auch drin. Das lassen wir auch drin. Ja, hier das Gleiche. Wir packen die mal alle rüber. Ich weiß auch, ich glaube, kann man die doppelt bekommen? Ja, ne? Ich denke mal schon. Weil alles, was wir doppelt bekommen können, ich würde es gerne dann storytechnisch auch richtig einordnen können. Könnte ich auch wirken hier, ne? Krass. Make Chaos! Aim the World! Okay, die behalten wir aber mal. Okay. Arzneimischung. Ja, es hört sich gut an. Okay. Gerade diese Tränen hat man ja bei den verschiedenen Erdbäumen bekommen, ne? Eieieiei. So, also. Soweit, so gut. Was wir beim nächsten Mal machen, wir gehen in Richtung der ersten Höhle. Die ist ja tatsächlich eingezeichnet. Das ist dann die hier. Die Küstenhöhle. Da ist dann noch eine Höhle. Die Sturmfußkatakomben. Da ist noch eine Höhle, die Hainhöhle. Wir arbeiten uns hier durch. Wir werden alles mitnehmen. Wir werden wieder alle Höhlen erkunden. Wir machen einen 100% Lauf im New Game Plus. Denn ich kenne das Spiel kaum noch. Und ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können gerne Ausrüstung rund um unseren Melania-Helm farmen, aber ich habe euch ja damals schon gesagt, den Helm würde ich gerne aufhalten,
weil ich den selber ja auch hinten stehen habe. Einen von den 6000 waren es, glaube ich, die damals davon hergestellt wurden, von der Premium Collectors Edition. Und als, ja, wie nennt man das? Anekdote daran, dass ich Melanias Charakter total geil finde, den Helm vom Design total cool finde, würde ich den gerne auflassen. Gut, in dem Sinne, ich hoffe, ihr freut euch. Wir werden jetzt einige Monate mit Elden Ring verbringen, bis wir dann im DLC noch mehr Zeit mit Elden Ring verbringen. Ich freue mich riesig. Es ist ein Projekt, das ich damals ja nie richtig beendet habe und jetzt die nächsten Monate wieder aufleben lasse. Und wenn eins sicher ist, dann das Elden Ring, das auf jeden Fall wert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.